Führerschein. Violetta. Das ist Wodkas reine Seele. Ladies and Gentlemen, ein ganz herzliches Willkommen hier heute Abend zu der letzten Ausgabe von Neo Paradise. So ist es. Wir begrüßen euch, wir schauen zurück. Wir werden Freude haben heute in dieser Sendung. Wir sind froh, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist heute ein denkwürdiger Tag. Es wird nicht nur traurig werden, denn wir haben uns nicht nur alleine hier im Studio, sondern wir haben jemanden, der ganz direkt mit der Sendung zu tun hat und der natürlich heute hier nicht fehlen darf. Meine Damen und Herren, Applaus für Olli Schulz! Says, why am I short of attention? Got a short little span of attention. Oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Good luck, Olli. My role model. Hey, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, dass ich, nachdem wir 55 Sendungen zusammen gemacht haben, in der letzten noch mal als Gast dabei sein darf. Wieso hast du das immer gewünscht? Wolltest du immer noch mal mehr als Gast dabei sein? Ihr habt euch immer geschämt für mich, habt ihr euch immer. Ach Quatsch, du warst doch mal Gast in der Sendung. Du bist ein wesentlicher Bestandteil der Sendung, hast du das Gefühl? Doch, ich war Gast in der Sendung, die Testsendung war, die nie gezeigt wurde. Das stimmt gar nicht. Wurde nachts um drei gezeigt, weil das ZDF gesagt hat, hat Geld gekostet, das müssen wir auch senden. Ja, Ostersonntag oder so. Das ist genauso wie mein Vorfahren. Mein Opa war schon so ein Typ, der wurde früher mal auf den Rummel in so eine Kanone gestopft und dann über den Marktplatz geschossen. Ja. Und ich bin so ein modernes Abbild von ihm. Ich freue mich, dass ich hier bin heute. Du dachtest, diese Fußstapfen wären dir zu groß, aber du konntest sie mit Leichtigkeit ausfüllen. Da fragt man sich natürlich, wie kam das überhaupt? Ist er euch von der Bushaltestelle aus nachgelaufen oder wie kam man zu Olli Schulz? Ja? Und da frage ich dich zu Recht jetzt auch mal. Wie war das eigentlich? Wie bist du zur Sendung gekommen? Wie hast du das damals aus deiner Perspektive erlebt? Ich bin sehr froh, dass ich diese Geschichte erzählen kann. Die geht ein bisschen länger, eine halbe Stunde ungefähr. Ja, hau rein. Nee, eigentlich war es ja wirklich so klasse, dass wir beide uns, man muss ja erstmal die Hosen runterlassen, letzte Sendung ein paar Emotionalitäten rauslassen. Absolut, und so. Ja. Klaas und ich sind Saufbrüder, wir gehen öfters mal zusammen saufen und immer wenn wir saufen gehen, erzähle ich irgendwelche genialen Ideen, was man mal im Fernsehen alles machen müsste. Zum Beispiel eine Sendung über sein Haustier oder über eine Kochsendung für Leute, die nicht kochen können oder irgendeinen Scheiß. Und irgendwann wollen wir beide trinken in Kreuzberg und ich sagte zu dir, ihr braucht noch für die neue Sendung eine Erotik-Experten. Ja, dann wie habe ich reagiert? Du hast tatsächlich ernst reagiert und da war ich schon leicht verunsichert. Du meinst, das ist eine gute Idee. Und ich dachte noch, warum macht er das jetzt? Und zwei Tage später kam aus der Redaktion dann die Anfrage, ja, wir sind dann so bereit, wir haben da so ein Set für dich, wir würden dann gerne die Erotik-Kolumnen mit dir drehen. Ja. Ich hatte aber nichts vorbereitet. Ich hatte noch alte, versaute Gedichte, die ich damals mit 16, 17 geschrieben habe, als bei mir überhaupt nichts lief mit Frauen, weil ich Metal-Fan war. Aber eine wahnsinnig, ich hatte aber eine wahnsinnig geile sexuelle Fantasie von so gotischen, geheimnisvollen Metal-Frauen, die mit mir auf Bergen wohnen und wir haben Sex und vielleicht kämpfen. Vielleicht ist das die Stelle, wo du aufhören solltest zu erzählen. Ja, okay. Aber tatsächlich ist das wirklich so, dass du letztendlich deine Fantasien, die du als 16-Jähriger zusammengesponnen hast, jetzt mit mittlerweile, wie alt bist du? Zu alt. Zu alt, um in dieser Sendung eigentlich mitzumachen. Nein, ich bin 38 inzwischen. Und das Schöne ist, dass ich jetzt... Was heißt denn hier? So wirklich ein verächtliches Bäh. Ja, Bäh. So ein bitchiges... Echt? 38. Du hast mir gesagt, du wärst 28. Aber sag mal, das ist tatsächlich eine interessante Frage, ne? Ja. Kommen Leute zu dir und wollen Sextipps? Zum Glück nicht. Ja? Noch nicht, ne? Noch nicht. Es kommen aber auch leider keine Leute zu mir, die jetzt mit mir Sex wollen, weil ich ja. Mit anderen Worten. Da fasst ihr mal an die eigene Nase, ne? Es ist keine Win-Win-Situation. Was hast du denn gedacht, als du damals in die Metzgerei gekommen bist und wir gesagt haben, das ist dein Set? Ach du Scheiße, habe ich gedacht. Vor allem, weil davon wusste ich wirklich nichts. Das hat, glaube ich, Thomas Martins aus der Redaktion sich damals ausgedacht, ja, mit dieser Schlachterei. Und dann sitze ich da. Das ist aber auch alles halb so schlimm gewesen, weil das Schlimme ist, der neue Vorspann mit meinen Füßen von der neuen Erotik-Staffel. Ja, da hinten ganz leise, ja!
Das ist das Allerschlimmste. Da muss ich kurz die Geschichte erzählen. Wir haben diesen Einspieler diesen Sommer gedreht und waren zusammen auf dem Hurricane Festival. Und dann sind wir über dieses Campinggelände gelaufen, wo nur die Schleudermongos rumliefen. Alle voll geschossen. Alle haben einen voll genervt und so. Und dann war da so ein Eisenpfeiler, der hing so raus aus dem Boden. Der wurde so abgeschnitten. Ach, da bist du gegengerannt. Da bin ich gegengelaufen und hatte höllische Schmerzen. Am Abend ziehe ich im Hotel den Schuh aus und der gesamte Zeh war blau. Und ich hatte den Bluterguss unterm Zehennagel. Okay, skip to the point. Ja. Und der wächst ja irgendwann raus. 3 Tage später haben wir die neuen Kolumnen aufgenommen. Und dann hat Jano aus der Redaktion noch gemeint, ey, den Fuß lassen wir weg. Natürlich hat er nur in Close-Up immer ganz nah auf diesen Nagel gefilmt. Und der kommt jetzt immer, selbst mal, ich schäme mich für nichts. Das ist aber meine Mutter hat angerufen und hat gesagt, was? Meine Mutter meinte, das ist, du, Weihnachten fällt aus für dich. Aber Willi, das ist wirklich so, normalerweise muss man eigentlich nur mal einen Fuß aus 5 Meter filmen und schon kriegst du Post von irgendwelchen Fußfetischisten. Da niemand. Genau. Ja? Keiner. Wegen nackte Füße in einem Aquarium, keiner ruft an. Ja? Nicht mal irgendwelche Bekloppten. Aber es gibt viele gute Momente, ja, die wir hatten. Nimm mir nur einen. Nein, nicht wir, sondern ach so, wir. Ach so, ja. So. Was ist los mit dir? Nix. Willst du wieder gehen? Nein, ich bin gerne. Ich freue mich voll. Ich bin ein bisschen emotional aufgeladen. Letzte Sendung und so. Ja. Na, wir auch. Wir können ja einfach nochmal zurückschauen. Wir haben uns die Mühe gemacht und all das, was so Magic Moments sind, mal zusammengefasst in einen Top 10. Ja, the Top 10 Magic Moments of Neo Paradise. Und fassen hier einfach mal zusammen die Plätze. Das heißt, die 10 schönsten Neo Paradise Momente Deutschlands. Ah, stimmt, richtig. Die 10 schönsten Neo-Paradise-Momente Deutschlands. Platz 10. Die Buddy-Tage. Quality-Time mit und von Freunden. Ja, also man schnappt sich halt seinen besten Kumpel und macht was Schönes draußen. Und das ist Buddy-Tag. Und da kann man machen, was man will, ne? Und man aus Ermangelung an besten Kumpels wie wir, weil man viel arbeitet, halt keiner hat, dann machen wir das halt mit den Kollegen. Geht das auch? Jetzt lachen! Super! Olli, du bist so ein Penner, ey. Olli! Ich muss mir ja auf die Fahne schreiben, dass ich den Buddy-Tag erfunden habe, ne? Weil wir hatten einen Einspieler, den wir machen wollten. Und das einzige Ziel war, wir wollten ins Tropical Island fahren. Das ist diese riesige alte Zeppelin-Halle, wo jetzt so ein Schwimmbad für Asoziale gebaut wurde. Und dort bin ich mit Joko hingefahren. Und irgendwann habe ich gesagt, komm, wir machen Buddy-Tag. Und dieser Begriff hat sich dann wirklich eingeprägt bei der Redaktion, bei uns. Und wir haben regelmäßig Buddy-Tags gemacht. Und mit anderen Worten, ich bin der Geilste. Kannst du dich nicht an dieses wohlige, schöne Gefühl erinnern, wenn du mal bei einem Freund schlafen durftest? Nee, ich durfte diesmal Mich hat es aber irritiert, als wir dann bei Olli endlich angekommen sind und da übernachtet haben mit Abendessen und allem drum und dran, als er da ins Zimmer geflitzt kam und dann einmal ganz kurz seine kleine Bohne präsentiert hat. Da muss man an der Stelle gleich einfach mal festhalten, das war ein ganz schön erbärmlicher Penis. So. Ach, Olli Schulz, das ist richtig eine dumme Sau. War manchmal schweißgebadet. Den hat er hier im Büro schon mal gezeigt. Darf ich dir? Ich hab den das noch in Erinnerung. Das ist eine viel bessere Geschichte. Ich hier mein Mami Nacki für dich. Ja, hier, guck einmal. Ja. Ja, so die ganze Zeit. Ich hab alles gesehen. Das wird nicht gezeigt. Ich bin ja der Meinung, dass ich einen wahnsinnig schönen Penis habe und deswegen kann man den auch rüber zeigen. Den hat man jetzt nie so richtig gesehen. Da bin ich aber auch eigentlich ganz froh drüber. Er ist richtig sauer geworden. Ja, der war nicht gut drauf. Ja, das war auch privat schlecht drauf. Ja. So Penis. Platz 9. Floko Silberscheid trifft auf Florian Silbereisen. Imitation at its best. Hey, wie geht's? Na, Leute, ich bin's, Florian Silbereisen, Autogrammstunde im Möbelhaus. Du bist ja wirklich als Florian Silbereisen hingekommen, eine halbe Stunde vor der eigentlichen Autogrammstunde. Und der richtige Florian Silbereisen kam ja. Das war ja nicht jetzt von uns fingiert, sondern das war ja so im Möbelhaus. Im Haus. Grüß dich. Hallo, ja, wie heißt denn? Traudel, Mensch, du bist halt. Ja. Wie erarbeitest du dir sowas, Joko? Wir saßen in einer lustigen Runde zusammen. Man hatte die Idee und dann hieß es Sonntag 9:30 und dann fahre ich dahin. Hey, Joko, finde ich mittelmäßig. Zeig mal deinen Ausweis. Yeah. Wer ist der echte Florian Silbereisen? Der jetzt kommt. Glauben Sie dem Mann kein Wort, das ist ein Aufschneider. Joko, los jetzt. Meine Güte. Wir müssen jetzt ein bisschen arbeiten. Nein, ihr seid an dem Betrüger aufgesessen. Er hat es mit Fassung getragen, glaube ich. Wir haben danach nie wieder gesprochen. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Joko. Das ist ein Humor.
Das finde ich unerträglich. Unerträglich. Platz 8. Art aber fair. Klaas bringt Kunst in die Großraumdisco, wenn Picasso auf David Guetta trifft. Letztendlich war die Idee schon künstlerisch vom Anspruch her. Also Kunst dahin zu bringen, wo sie normalerweise nicht stattfindet. Ihr seht das Tier auf allen Vieren. Das Tier. Ich hab traurig gemacht noch. Aber sehr traurig. Aller ewigen gegenseitigen Strafe. Für alle diejenigen, die im Stande der Tod. Nicht schön. Das, was ich mitgekriegt habe, auf jeden Fall scheiße. Wenn ich mir das so angucke, ich weiß auch nicht mehr, was das eigentlich sollte. Platz 7. Wenn ich sie wäre. Die ultimative Schabernack- und Ulk-Rubrik der wahnwitzigen Kultshow Neo Paradise. Ist das nicht dieses Spiel, wenn ich sie wäre? Stimmt. Ach, das ist lustig. Die lustige Klamauk-Rubrik aus Neo Paradise. Spätestens jetzt, dass ich verraten will, wenn du sie so gut erinnerst. Hoppla, hippla, ha! Dann würde ich jetzt sagen, Private Dance. Dann war dann so ein Mensch da mit dabei von der U-Bahn, ne, der abgestellt wurde, der kontrollieren sollte, dass wir halt da nichts machen, was die BVG nicht will. Und der hat peinlich genau darauf geachtet, dass wir keine Straßenschuhe auf die Sitze kommen lassen. Ja? So irgendwie quasi die Hoden von Joko Winterscheid einem Fahrgast auf 5 cm Abstand ins Gesicht zu drücken, das ist okay, solange man nur mit den Straßenschuhen nicht auf die heiligen Polster kommt. Eigentlich hat man ja bei dem Spiel immer die Absicht, den anderen noch ein bisschen umzubringen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber ich. Du nicht? Nee, habe ich auch nicht. Willst du mich umbringen? Nein, nein, nein. Aber bei dem einen war es ja auch ganz schön gefährlich, ne? Wo man dann da. Da konnten wir die Füße, durften wir nicht auf die. Du weißt, was ich meine? Also töten, dass ich nicht mehr aufstehe. Okay, gut. Reicht das jetzt? Ist ja witzig, ne? Platz 6. Violettas neue Investigativrubrik. Ohne Hilfe von außen führt Violetta ein Interview, das es nur so zwirbelt. Hallo, liebe Zuschauer. Ich freue mich sehr. Da sind Sie alle gekommen zu sehen, mich auf meine Sendung. Violetta will's wissen, Money Boy. Violetta wird fein angezogen von uns und dann legt sie los. Und sie denkt sich die Fragen selber aus, die Moderation, wir machen im Prinzip nichts. Welche können am besten so schmusen oder sagen, wir so lecken? Ach, der war so ein langweiliger Kerl. Also ich konnte sagen, auf Wienerisch, Himmel, Arsch und Zwirl. Es war wirklich langweilig mit ihm und gefallen hat er mich überhaupt nicht. Die einzige Aufgabe der Redakteure bei diesem Format ist, immer den hilfesuchenden Blicken des Interviewpartners von Violetta auszuweichen und zum Boden zu schauen. Und dann darf man das darf man nicht machen. Man muss weggucken, man muss das aushalten. Die 10 schönsten Neo-Paradise-Momente Deutschlands. Das waren die Plätze 10 bis 6, da freuen wir uns natürlich noch ein paar. Du weißt, dass ich nicht so. Du weißt, dass er gar nicht so klein ist. Ich habe auch nicht gesagt, dass er klein ist, ich habe gesagt, er ist erbärmlich. Er sollte es besser wissen als du. Aber du hast, das hatte ich wirklich, du hast auf dem Weg zum Heidepark, das weiß ich noch. Bin Amok gelaufen, ich wollte nicht, dass meine Eltern meinen Pimmel im Fernsehen sehen, das ist ja wohl ganz klar. Gucken deine Eltern die Sendung? Meine Eltern gucken die Sendung, aber nicht wegen mir, sondern wegen euch leider, das ist das Traurige. Auf welchen Teil sind sie denn stolz? Was sind die Sachen, auf die du vielleicht auch selber stolz bist, wenn du jetzt zurückblickst? Was war denn sowas, wo du wirklich sagst, das hat mal Spaß gemacht? Eigentlich hat mir das alles sehr viel Spaß gemacht. Ach so, weil klingt gar nicht so. Nein, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Schöne ist ja, dass viele denken ja immer, alles ist inszeniert, was wir so machen. Oder vieles ist inszeniert. Aber wenn man so mit euch beiden saufen geht, dann ist es genauso eigentlich, wie wenn wir filmen. Das ist das Schöne. Ich kann mal ganz kurz noch was Internes erzählen. Der Unterschied zwischen Joko und Klaas beim Saufen ist folgendes. Ich wollte gerade sagen. Klaas oder das ist Joko, ich weiß.
Klaas kann den ganzen Abend Whisky-Cola saufen und wird nicht richtig breit. Also du bist ein guter Trinker. Und bei Jirko geht nach einem Gin Tonic sofort die Lampen an. So Party! Weil er Familiendad ist und du noch so ein bisschen saufen kannst. Ja, noch nicht Familiendad ist. Das kommt bei ihm noch. Ja, aber... Hast du einen Magic Moment? Magic Moment, ja, ich habe einen Magic Moment. Aber der war halt schon relativ am Anfang dieser... Also im Prinzip in der ersten... Also als du beim Eishockey... Das war wirklich, schöner wurde es nicht, ne? Also da. Ich fand das auch sehr gut. Anderthalb Jahre rumsenden, ne? Aber das war allein dieser. Das ist jetzt ernsthaft dein Magic Moment. Also es war natürlich nicht der Moment des Aufpralls, sondern alles, 4 Tage Krankenhaus, weißt du, so diese ganze. Diese ja, gut, wenn das für dich schön war, ne? Nee, das war tatsächlich ganz gut. Aber ich muss sagen, ich hatte wenig schlechtes Gewissen. Du musst auch mal sagen, ich habe dir Hörbücher gebracht. Ja, das war wirklich auch komisch. Die Tür geht ins Klopf, es kommt jemand rein und es bist du, der sagt mir so: Du, ich habe dir ein paar Filme hier mitgebracht, ne? Guck mal, und hier die Schokolade. Und ja, die Eisprinzen. Hast du eine Vase für die Blumen? Ja. Ja. Ja, Blumen hast du nicht mitgebracht. Ihr seid süß. Ja. Ja. Was war denn dein schönster Moment, Mirko? So einen richtig schönen Moment hatte ich. Absicht. Nee, es gab eher so einen Moment, wo ich so bis heute ein bisschen stinkig war. Ne? 2 Tage meines Lebens geklaut und am Ende des Tages nie gezeigt worden. Was denn? Es gibt einen Regisseur namens Michael Haneke. Ja, das muss man vielleicht mal kurz erklären. Ein Mann, der Filme macht, die man nicht verstehen muss. Der Feuilleton mag ihn, ich habe ihn nicht verstanden. Und es war halt eine lustige Idee, so in der Runde zu sagen, so ja, so eine geile Rubrik. Winterscheid schaut Haneke. Ja, fand ich einen tierischen Titel. Ich habe mir den Film angeguckt, habe den ganzen Abend meines Lebens dafür investiert, ja. Hab danach mich mit dem besten Kinokritiker Berlins getroffen, hab den interviewt, der meinte, sie haben den Film verstanden, alles gut, alles super, ja. Wir haben diese Mats nie gezeigt, weil es einfach vorne und hinten nicht gepasst hat. Das war sau langweilig. Ja, weil es sau langweilig war. Ja. Dieser Kritiker ist stinksauer auf mich, weil wir es nie gezeigt haben. Und er meinte, ich kann mich von meinen Kindern nicht mehr blicken lassen, sie sind ein riesen Idiot. Es war einfach eine große Enttäuschung, die für mich so als Magic Moment hängen geblieben ist. Aber du hast dir einmal einen Film ohne Will Ferrell angeguckt, ja. Ein ohne Adam Sandler, weißt du? Weißt du, was ich schon, ja, aber das Ding ist, nicht mal jetzt sehen wir ihn. Weißt du, es ist die letzte Sendung. Ja. Und man hätte... Ich hätte es jetzt gerne gesehen. Ja. Das ist, und ich hätte ihn auch gerne mal gesehen. Ich habe selber noch nie mal den Beitrag gesehen. Also der wirklich, da saßen Redakteure bis 6 Uhr morgens im Schnitt. Da hieß es um 8 Uhr, wir zeigen es nicht. Der 6-minütige Beitrag ist so langweilig, dass er einem länger vorkommt als zum Beispiel Wolfszeit. Ja. Und das sagt einiges. Naja, so. Das war mein Magic Moment. Ich habe auch noch einen Magic Moment. Eigentlich jedes Mal, wenn ich einen Einspieler gedreht habe, hat mich am nächsten Tag Thomas Schmidt angerufen und meinte, wir können das nicht nehmen, du hast dich total daneben genommen. Du hast dich komplett blamiert. Das war so unangenehm wieder. Ja, aber man muss auch dazu sagen, dass du mich nach jedem Dreh auch 5-mal anrufst und mal sagst, die meinen alle, das wäre mega peinlich und ich weiß jetzt nicht, ob ich das vielleicht verhindern soll, dass das ausgestrahlt wird. Und dann muss man dir halt den ganzen Tag sagen, nein, Olli, es wird gut und alles in Ordnung. Und du rufst dann noch 2-mal an und sagst, ja, aber war das nicht wirklich peinlich und so? Das ist mein Fluch. Ich kann mich nie so richtig, deswegen bin ich nicht so ein geiler Styler, der mir sagt, ich war so geil, weil ich immer alles nur so halb geil finde, was ich mache. Manchmal schäme ich mich, manchmal kann ich die ganze Nacht nicht schlafen und schäme mich. Vielleicht bist du einfach Realist. Wahrscheinlich bin ich das. Er meint es nicht so. Er ist immer ja. Er will dich einfach nur ein bisschen antreiben. Nee, es geht auch ein bisschen darum, dass, weißt du, das sagte schon Rudi Carrell, die Leute wollen lachen oder weinen im Fernsehen. Und am Ende wollen sie richtig heulen. Ja, richtig heulen, vielleicht auch manchmal vor Wut, denn es sind nicht immer nur schöne zwischenmenschliche Emotionen, die hier ausgetauscht werden. Es ist ganz oft auch genau das Gegenteil davon und das ist auch genauso Bestandteil der Sendung, das merkt man hier auch. Ja? Es ist jetzt nicht gerade so, dass hier so eine Kaffeeklatschstimmung herrscht, sondern es ist immer so eine gewisse Grundspannung da und manchmal entlädt die sich. Ja, das sind dann finde die ich gar nicht. Das sind die Momente, wo du sagst, das machen wir jetzt! Wir machen das jetzt! Oder im Heidepark dich wie ein 10-Jähriger auf den Stein setzt und sagst, ich lauf nicht mehr weiter. Mein Gott, das macht mich menschlich. Aber ohne, dass die Kamera läuft. Ja, ich weiß. Das macht dich menschlich. So, und deswegen haben wir mal die schönsten Ausraster für euch nochmal zusammengetragen. Es gab einige davon. Echt? Alter, jetzt kippt's gleich auf die Fresse, Alter. Hallo, wie läuft's bei mir? Ha! Krasse Typen, wa? Ich kotz gleich nur vom Zugucken. Olli, du bist so ein Penner, ey. Olli, ich bring dich um! Jetzt reicht's mal! Lass mich!
Fecken, Alter! Olli, hallo! Gar nichts! Oh, du Fecker, Alter, was soll das denn hier? Klar, was soll denn das, Alter? Was soll denn die Scheiße? Hör auf! Hier ist der nackte Fuß nochmal. Komm, renn da her damit. Nimm den nackten Fuß. Es ist Feierabend, du Lustmoll! Fecki, Fecki! Ich hasse dich. Arschloch! Du blödes Arschloch, du bekacktes Arschloch! Du bist so doof, Alter! So bescheuert kann doch keiner sein! Du Pissmaul! Leck mich! Hör mir zu! Halt die Schnauze! Was macht ihr Mongos hier eigentlich? Marco Ernst, die eine Fotze! Bin ich der Einzige, der hier normal ist? Du willst ein Entertainer sein? Fickst du dich kaputt! Hier wird gegessen am Tisch, Kaufmann! Schreien! Motzen! Mach mal ganz kurz aus! Mach die Kamera aus, komm, ich will der Scheiße jetzt echt an. Genug gelitten für Fernseh Deutschland. Das sind doch die Sachen, die wir gezeigt haben. Ne? Ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch durchaus Sachen, die, wo man sich eigentlich nie getraut hat, dass man sie rausholt, weil man dachte, wenn man sie rausholt, gibt es bestimmt richtig Ärger. Ja, dann macht man vielleicht auch Leute unsympathisch. Ja, ich glaube, wir haben aber so inzwischen die Hosen runtergelassen, es kann eigentlich nichts mehr passieren. Also es ist ein Pimmel durchs Bild geflogen, wir haben uns gegenseitig angeschrien. Was kann denn eigentlich weißt noch? Weißt du noch, wo irgendwer, ich weiß nicht mehr, manchmal führen Redakteure bei uns ein Eigenleben, ne? Und die machen dann Sachen mit der Sendung, die wir alle gar nicht mitkriegen. Ne? Und irgendeiner unserer Redakteure, Thomas war es, glaube ich, hat immer mal gesagt, wir machen ein Gewinnspiel. So hat er sich selber ausgedacht. Und hat dann bei Facebook reingeschrieben, ich habe im Set einen Pimmel versteckt. Ja, und wer den findet, dann ging es noch weiter. Dann hat er gesagt, wir haben gemerkt, dass das Schwachsinn ist, wenn wir sagen, wir haben im Set einen Pimmel versteckt und schickt uns Pimmelfotos von euch. Weil wir haben gesagt, dann können die ja irgendwelche Pimmelfotos schicken. Ja. Dann saßen wir abends noch zusammen in der Redaktion, es war schon ein bisschen später. Ich meine so, weißt du, was die Idee ist? Du warst mit dabei? Ja, habe ich nie erzählt. Habe ich gesagt, die müssen uns Pimmelfotos schicken mit ihrem Namensschild drauf. Die sollen dann Post-it draufkleben. Aber die haben das nicht uns geschickt, sondern an die ZDF-Pressestelle nach Mainz. Und dann kam um 10 Uhr, also um 9 Uhr ist wahrscheinlich Postdienst da, ja. Und um 10 Uhr kam eine leicht angesäuerte E-Mail, wo es hieß, wir sollen wenigstens vorher Bescheid sagen, dann würden sie nicht frühstücken, bevor sie die Post aufmachen. Das war auch eine richtig gute Idee. Vielleicht kann man an der Stelle mal sagen, wir haben bis zum Ende einfach weiterhin Pimmel versteckt, ne? Ja, heute, ist er unten an der Leiter. Wo an der Leiter? Zeig mal, halt mal hoch. Halt mal hoch. Nimm ihn mal in die Hand. Ah, jetzt hast du ihn gefunden, ne? Oh, Tatsache, das machst du immer noch, Thomas. Bis zum heutigen Tag, ne? Wir haben nie damit aufgehört, liebes ZDF. Das wusste ich wirklich nicht, dass wir das immer noch machen. Nee, das, na, ich dachte, jetzt können wir es ja lüften. Das ist ja die letzte Sendung. Zeig mal. Joko, das ist ja deiner. Ah, stimmt. Wirklich? Also, es ist Jokos. Vorm Leistenbruch aber. Ja. JW oben tätowiert drauf. Genau. Und Joachim Winterscheid, deswegen heißt es auch Joko, nicht Joachim, ne? Ja. So. Ja, einen hat er gekriegt hier. Wir haben aber trotzdem noch etwas aus dem sogenannten Giftschrank. Ja, du meinst gerade, es kann ja nicht mehr viel kommen, aber es gibt irgendwas, was normalerweise unter Outtakes irgendwie weggeschmissen wird oder gelöscht wird. Ich will mich noch mal revidieren. Die schönsten Momente für mich bei Neo Paradise waren immer die, wo ihr mich nicht geärgert habt. So, und jetzt denkt ihr, das ist der liebe nette Kerl, aber mitnichten, ne? Seht ihr, hier im Fernsehen kann man immer den lieben Onkel machen, ne? Aber so hinter der Kamera, wie man mit Leuten hinter der Kamera umgeht, ne? Das sagt eigentlich ein bisschen mehr aus über den Charakter. Und hier ist noch mal ein bisschen was von Olli Schulz. Du musst nicht lang bitten für Blut und für Titten hier bei Neo Paradise. Das ist der heiße Pornoscheiß. Mein Name ist Olli Schulz. Ich grüße euch, Oliver Marc Schulz, nochmal. Komm, das ist scheiße alles gerade. Ja, Olli, jetzt reiß mal zusammen. Hättest du ja auch ein bisschen besser vorbereiten können. Komm jetzt. Wenn ich mir die Fressen hier angucke, was ist denn das hier? Hä? Wenn ich mir den Frankie schon wieder angucke, kommt mir schon wieder die Galle hoch zum Beispiel. Euer Tobi auch so eine komische Kameranutte geworden. Hinter der Kamera stehen, ne? Abgackern. Abgackern über den Künstler, der sich alles gibt für euch, der die ganze Nacht geschrieben hat.
Er muss gar nicht so nach unten gucken, da Jano. Ja, guck mich mal an, guck mich an. Mit deiner neuen Ryan Gosling Frisur. Guck mal, ich halte meine Füße hier für euch. Soll ich noch den Schwanz gleich ins Aquarium halten oder was? Ja, ein bisschen mehr Dankbarkeit hätte ich gerne mal. Auch von dir, Martins. Nicht nur mal so rumgackern, rumschwuchteln hinter der Kamera, ne? Das ist hier immer noch nicht hier irgendwie, wir sind hier nicht in der Panoramabar, ne? Pillen fressen und hier abfeiern. Du auch hier, hau ab mit der Kamera. Ich gebe hier alles für euch. Da sind Menschen gestorben, unsere Großväter, damit wir hier so eine Scheiße machen dürfen. Ich will, dass ihr mal ein bisschen um mich anfeuert mit komm, komm, klatschen und so. Das machen die bei GSZS oder wie die Scheiße heißt auch. Hä? Frankie? Mann, ey, echt. So, lass mal loslegen jetzt. Ich bin richtig gut drauf. Frankie, der Tonmann. I love Frankie. Frankie ist der beste Tonmann, den man in Berlin kriegen kann. Entschuldigung an all die anderen, die ich jetzt diss aus dem Team. Aber wenn man sagt, der Frank, dann tanzt der immer ganz toll. Würdest du das mal machen? Ja. Wir haben viele Fragen natürlich bekommen in den letzten anderthalb Jahren, in den letzten drei Staffeln in Paradise. Und die möchten wir alle gerne beantworten. Ja? Also wir wollen hier keine Fragen offen lassen, bevor hier der finale Vorhang fällt. Und da fangen wir jetzt mal an. Yannick aus Braunschweig beispielsweise wollte wissen, wieso heißt denn die Sendung Neo Paradise? Ja, die Sendung macht natürlich, also der Titel macht null Sinn. Ne? Und ich kann mich noch erinnern, als wir tatsächlich das erste Mal da waren, wir wollten halt den sinnlosesten Titel überhaupt finden und wir haben erstmal vorgeschlagen, wir nennen die Sendung Neo Florida. Und dann haben wir das so, saßen so 20 Leute irgendwie, so Chefs, ja, und sagt, ja, wie soll denn die Sendung heißen? Und so hingestellt gesagt, Neo Florida. Und alle, also gar keiner hat reagiert. Und es war wie in diesem Social Network für mich. Ich hätte mir von diesem Gremium etwas mehr Respekt erwartet. Ja? Und dann war es nicht. Und das wenig noch am sinnlosesten und aber dann doch noch verständlichsten war der Neo Paradise. Aber es gab durchaus auch noch viele andere Namenvorschläge. Die haben wir natürlich alle aufgeschrieben. Die würde ich jetzt gerne einfach mal vorlesen. Ja? Bitte. Kann ich das mal machen? Leg los. Schoko und Haas, die Show mit Joko und Klaas. Neo Promillo. Neo de Janeiro. Fand ich auch gut. Mit Ach und Krach durchs Studiodach. Leck mich im Arsch, Schmeo Schmeradise, Heim und Pferd, die Supershow 2000, Rammel der Hase und Reinstecke Fuchs. Neo fick die Henne, Neo aufs Maul, Neo my ass. Menage à deux. Krasse Gags um 5 nach 6. Bimmel und Bommel, Strip, Strap, Strohle, unsere Körper ab 60. Bambule. Spannenlanger Hansel und Nudeldicke Dirn. Das ist mein Liebling, ne? Wetten, das 2. Und es gab noch, die letzte war die Sendung, die es schon mal auf einem anderen Sender gab, die aber ungewollt war, weshalb sie jetzt unter neuem Namen auf ZDF Neo läuft. Ja, das sind, ja. Naja. Olli, das ist eine Frage an dich hier. Ja. Olli, was hast du eigentlich von dem Pickup-Artist alles gelernt und was bringt dir das in deinem Privatleben? Du warst mit dem Pickup-Artist Devil unterwegs. Devil, der Pickup-Artist, der die Frauen betört durch seine unnachahmliche Art. Ich habe mir nichts beibringen lassen können. Der hat aber noch Anti-Videos gegen mich gemacht im Internet. Angeblich wurde mir zugetragen, der ist ja böse auf mich. Devil, ist alles nur Showbusiness, ne? Wir meinen das alles gar nicht so. Ich habe nichts von dir gelernt, das muss ich ganz ehrlich mal ganz kurz so sagen. Und das ist vielleicht auch besser so. Ich habe immer noch eine super Frauenanmache mit der Armbanduhr. Ich gucke immer auf eine Armbanduhr, wenn ich eine Frau kennenlerne. Das mache ich schon seit Jahren. So gehe ich in die Bar und gucke auf die Uhr, dann gucke ich die Frau an, dann gucke ich die Uhr an. Irgendwann fragt mich die Frau, warum guckst du immer auf die Uhr? Und dann sage ich, meine Uhr sagt mir alles über dich aus, was ich wissen will. Und dann sagt die Frau, ja, was sagt denn die Uhr über mich aus? Und dann sage ich, meine Uhr sagt mir, du trägst keine Unterwäsche. Und dann sagt sie, ist ja albern, natürlich trage ich Unterwäsche. Und dann sage ich, sorry, meine Uhr geht eine Stunde vor. Ah, okay.
Da haben wir jetzt immer. Dann gibt's noch mal. Wer denkt sich denn immer, das will Steffen aus. Fair enough. Und das funktioniert? Steffen aus Gütersloh möchte wissen, wer denkt sich denn immer die lustigen Einblendungen bei den Gästen aus? Also Einblendungen, das nennt man im Fernsehsprache Bauchbinden. Das da. Das ist zum Beispiel eine Bauchbinde. Hier steht immer irgendwas Lustiges, genau. Joko, Olli, Klaas. Und das ist ein interner Wettkampf innerhalb der Redaktion. Da setzen sich alle hin, zu gewinnen gibt es einen Joghurt. Und ja, ist wirklich so. Das stimmt. Und wer die lustigste hat, da wird auch nochmal die Bauchbinde der Woche gekürt intern. Da haben wir auch noch welche, ne? Genau, da haben wir zum Beispiel, die sind alle gelaufen. Frank Elstner, Freunde nennen ihn Pimmelpirat. Ja, die lief tatsächlich, ne? Markus Kafka. Und V wäre sein Nachname viel lustiger. Und Albrecht A. Schucht, das A steht für Hodenkobold. Kann man machen, ne? Sagt nicht so viel aus über die Leute, aber so funktioniert das. So. Ist Oma Violetta wirklich so verrückt? Ja, kann man sagen. Wie heißt dieser, also jede Woche 100.000 Zuschauer fragen immer, wie heißt dieser eine Musiktitel, den ihr neulich bei Wenn ich Sie wäre in der letzten Szene bei Minute 3,4 verwendet habt. Wir haben jetzt quasi einen Service für euch, einen einmaligen Service. Eine Liste mit allen verwendeten Songtiteln von Neo Paradise. Bitteschön. Da. So. Hey, da war ein Song von mir dabei gerade. Ja, ja, einen haben wir da auch benutzt. Ja. Genau. Ja. Cool. Also das werdet ihr jetzt auch mal. Valeska aus Bremen fragt, ich finde ja Neo Paradise eigentlich cool, aber das mit der Schildkröte, Sven, Gewalt ging echt gar nicht. Wieso tötet ihr Tiere in der Sendung? Weil es geil ist. Echte Frage. So. Echte Frage. Ja, denk mal nach, ne? Also, zur Erklärung. Sven Gewalt war sehr krank. Sven Gewalt hatte Schnupfen und daher war ihm alles egal und wollte noch mal alles zeigen und letztendlich war es sein eigener Größenwahn und von daher habe ich da auch kein Mitleid, ne, muss ich sagen. Er hatte Schnupfen. Er hatte kein gutes Gefühl von Anfang an. Ne? Das war charakterlich auch ein Arschloch. Ja. Ja. War ein Star, vor der Kamera immer super nett, ne? Aber hinter der Kamera... wie Heinz Wäscher. Wie Heinz Wäscher, ein bisschen so, genau. Konnte die Texttafel nie lesen. Leon aus Bayreuth möchte wissen, dieses legendäre Pupspray, das ihr da immer verwendet, stinkt das wirklich so übel oder ist das nur ein Fake? Da haben wir haben... Oh, mach es. Och, nee. Nee. Wir haben einen Notar, ja? Herr Notar, so. Herr Notar. Das ist ein Notar, der jetzt beglaubigen wird, dass das Pupspray wirklich doll stinkt. Ich bin raus, Alter. So. Ist das Pupspray so schlimm, wie man sagt? Schlimmer. Ja? Schlimmer. Boah, wirklich. Jetzt geht's los hier. Okay, alles klar. Herzlichen Dank. Ja? Noch mal drücken. Nehmen Sie es bitte wieder ab. Ja? Nee, ist gut. Herr Notar, nehmen Sie das bitte mit. Gut. Dankeschön. Weißt du, was sehr lustig ist in Bezug auf Pupspray? Wenn du in den sämtlichen großen Online-Kaufhäusern der Welt Pupspray eingibst, ja, kommt immer dieses Ding von wegen so Leute, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Und dann kommt immer als Angabe darunter, Leute, die das Pupspray gekauft haben, haben auch gekauft. Und dann kommen alle deine Platten. Alter, stinkt gerade so schon wieder. Ja, Mann. True Story. So. Es kommt auch. Nein, es ist ja nur... Oh, das stinkt schon wieder so dermaßen ab hier. Es ist auch so, bei jedem meiner Konzerte ist einer jetzt im Publikum, der brüllt immer, Olli, Ficky, Ficky. Und ich so, ja, das nächste Lied ist ein trauriges Lied, das widme ich meiner Mutter, das ist über eine harte Zeit, die wir hatten, und einer im Publikum, Ficky, Ficky. Es ist nicht alles geil, was hier nach passiert. Aber Dennis aus Magdeburg möchte wissen, seid ihr wirklich betrunken, wenn ihr in Beiträgen behauptet, ihr seid betrunken? Also Dennis, überleg dir mal, was ist einfacher? 6 Stunden so zu tun, als wenn man betrunken wäre, oder sich eine halbe Stunde einfach wahnsinnig abschießen? Ja? Und deswegen kannst du dir die Frage selber beantworten. Ja, das riecht ekelhaft. Seid ihr eigentlich live, will Ben aus Mainz wissen. Wir machen jetzt mal etwas, um euch zu beweisen, dass wir live sind. Steht mal jetzt bitte auf, wir zählen runter, also zu Hause, die Fernsehzuschauer. Steht mal bitte auf, wir zählen runter und dann springt ihr einmal. 3, 2, 1. Habt ihr gesehen? Live. 100 Leute jede Woche steht hier nur, kommt ihr zu meiner Geburtstagsparty? Nee, da können wir nicht. Ja. Leider, ich bin schon auf ein paar Partys gewesen. Guck dir wenigstens mal in den Kalender, ob du da nicht kannst.
Nee, da kann ich nicht. Ich lasse mich immer von Fans einladen. Ich übernachte da dann bei denen, bleib ein paar Tage auch dazu, bei denen wohnen im Gästezimmer, krieg was zu essen, zu trinken. Warum glaube ich das? Hast du bestimmt wirklich schon mal gemacht. Oder? Nee, aber ich krieg so manchmal so verlockende, ja, kannst bei uns im Partykeller wohnen, wir würden das so umbauen und dann auf unserer Hochzeit singen und Essen gibt's auch und... Die denken auch immer alle, die können mit dir geil saufen, ne? Ja, die denken alle, ich hasse das eigentlich, besoffen sein, wirklich. Ich mach das nur für Geld. Ich saufe nur noch für Geld. Also jeder, der mit mir saufen will, soll auch ein bisschen Geld mitbringen, bitte. Ja, das waren die... Das war tatsächlich die wichtigste Frage. Wir haben noch weitere schönste Neo Paradise-Momente Deutschlands. Ja, Momente! Gut, dann die, würde ich sagen, gucken wir uns mal an, ne? Die 10 schönsten Neo Paradise-Momente Deutschlands. Platz 5. Bunga Bunga Party. Erotikexperte Olli Schulz und Pippi Kaka Gagmaschine Winterscheid ferkeln sich durch die Berlusconi-Ära. Ficky, Ficky! Also es ging eigentlich um die politischen Verwehungen rund um Silvio Berlusconi. Das sollte es eigentlich sein, quasi ein schlauer, unterhaltsamer Beitrag für junge Zuschauer, aber mit dem gewissen politischen Etwas und so. Und dann kam Olli dazu und hat gesagt, ach komm, schnick, schnack, lirum, larum, Berlusconi, bunga, bunga, und hat drei Pornodarsteller engagiert, die diese Jungs-WG da dann doch ganz gehörig auf den Kopf gestellt haben. Die haben bunga, bunga ein bisschen zu ernst genommen. Ich dachte, wir feiern mal ein bisschen mit. Ja, das habe ich damals im Fernsehen gesehen. Super gewesen. Ah, sehr. Jawohl! Ich war kurz davor, dass die Erotikdamen tatsächlich mit Pornoklaus rumgevögelt hätten. Also da war wirklich, Pornoklaus hatte eine mega Route in der Hose. Und ich bin froh, dass das nicht passiert ist. Hallo. Hallo. Diese Scham ist nicht gespielt. Ich fand es wirklich wahnsinnig unangenehm, mit der in der Wanne zu sitzen. Auch noch in so einer beschissenen kleinen Unterhose, die ich anhatte. Als erstes sagst du jetzt mal, Alter, du hast ja eine ganz schöne Pfeffermühle in der Hose. Pfeffermühle? Das ist ganz laut. Oh, Alter, du hast ja eine voll geile Pfeffermühle in der Hose. Ich krieg nicht genug von dir. Ich weiß. Oh, ja. Mein Penis ist in dieser Zeit in meinen Bauch hineingewachsen, weil ich völlig unentspannt war. Platz 4. Bis einer heult. Anbaden, lustiger Badespaß bei Minusgraden. Wir machen es kurz und schmerzhaft. Wir gehen ins Wasser. Wer es länger aushält und länger drin bleibt, hat gewonnen. Wir haben vorhin mit dem Arzt gesprochen, der hat da gesagt, also, falls Sie da ins Wasser gehen, maximal eine Minute. Aber wie das dann so ist, ne, dann will man auch gewinnen und will das dann länger können. Wir waren 11 Minuten in dem Wasser, kurz vor Exitus, ne? Ja. Komm, ist mir egal, alles gefunden. Ist mir wirklich so blöd. Hol mich raus. Ich erinnere mich daran, als ich gerade holt mich raus und mich hat keiner rausgeholt, weil die dachten, das ist witzig. Ja, war witzig halt so. Da hat man, ich glaube, nach dem Dreh haben wir ein Codewort eingeführt für ernsthafte Situationen. Ich habe kein Gefühl mehr im Körper. Kann mich mal einer rumdrehen? Oh, ich muss jetzt auch. Ich kann mich nicht drehen. Ey, bitte, hilf mir jetzt bitte auch raus. Ich habe kein Gefühl mehr, nix. Platz 3. Schulz-Kowski bei der Zettelpremiere. Hier wurde der ach so fein. Moment, einen Blick. Platz 3. Schulz-Kowski bei der Zettelpremiere. Hier wurde der ach so fein Promi-Riege der bittere Spiegel vorgehalten. Jetzt kommt Helmut, die alte Scheißhausfliege. Die Aufgabe, die mir gestellt wurde, war, mit ein paar Prominenten einzutrinken. Keiner hatte mich darum gebeten, Ärger zu machen, beziehungsweise Leute anzupöbeln oder ähnliches. Mein Problem war, es war so arschkalt, dass ich schon 4 oder 5 Lütte vorher getrunken hatte. Und das ist richtig in den Kopf gegangen. Und dementsprechend war ich außer Kontrolle. Irgendwann müsst ihr mal den roten Teppich für mich bewachen. Und dann ist die große Party vorbei. Ja, jetzt lacht ihr noch, ne? Ist euch peinlich, ne? Weil euch die Menschlichkeit kaputt gegangen ist. Herr Thaddäus, die haben schon so rote Bäckchen. Komm, eintrinken wir. Im Vorfeld wurde natürlich so ein Dreh besprochen. Und es herrschte die große Angst, dass Olli vielleicht nicht besoffen genug sein könnte. Und deswegen hat er schon vor dem Dreh eine halbe Flasche Whisky getrunken. Und sagen wir mal, die Angst, dass Olli nicht besoffen genug sein könnte, verflog dann relativ schnell. Das war für mich der emotionalste Moment.
des Jahres. YOLO! Man muss dazu sagen, während diese halbe Flasche anfing zu wirken, hat er die andere Hälfte der Flasche ausgetrunken und auf einmal war dann Feuerzangenbowle in seinem Kopf. Ja, die hätte jetzt Heinz Rühmann den Zylinder hochgehen lassen. Ja. Die wollen mich rausschmeißen! Die fassen mich alle an hier! Jeder, der dabei war, hat gedacht, was für ein Vollidiot ist das denn? Wir sind rausgeschmissen worden. Eigentlich war es eine sehr peinliche Matz, wenn wir nicht diesen genialen Überbau gefunden hätten. Ich bin rumgelaufen wie ein angeschossenes Reh. Platz 2. Stehen, damit es weitergeht. Die politische Power- und Fun-Bewegung mit Veränderungsgarantie. Zum Nachmachen empfohlen. Scheiße hier, was soll denn das? Ja, ganz ruhig, das ist eine politische Bewegung. Also kann man heute nicht mehr nachvollziehen, aber das war ja halt, damals hat es den Nerv der gegenwärtigen Gesellschaft absolut getroffen. Ich mach Parken rein. Es gab dann irgendwann ganz viele Stehen, damit es weitergeht, YouTube-Videos. Hat sie uns wirklich nicht? Sie müssen bestellen. Ja, aber so ist das, finde ich, bei politischen Bewegungen. Da muss man auch mit rechnen, dass Leute dann auf diesen Zug mit aufspringen und sagen so, ja, dafür stehe ich ebenfalls mit ein. Und auf Platz Nummer 1. Somebody That I Used To Know. Gecovert von den Neo Paradise All-Stars. Now and then I think of when we were together. Was war der Hintergrund? Warum haben wir das gemacht? Fragezeichen. War sehr erfolgreich, diese Covergeschichte. Netz und wir haben gesagt, machen wir das auch. Was denn? Ist das deine neue Taktik für 2013? Nein! Oder? Was mach ich denn? Was willst du denn von mir? Red irgendeine Scheiße und sei nicht die ganze Zeit ehrlich. Ja, dieser Song, ich habe natürlich gar nicht probiert. Ich habe Mankir da, also Melodie gesungen, obwohl Stimmen waren furchtbar, sehr schlechte Stimmen. Entschuldigung, ich habe mich auf die Stimme konzentriert. Ich bin auch noch professioneller Musiker. Das ist das Traurige, wie mies ich diese Gitarre spiele. Das Lustige ist ja, dass keiner wusste, wie scheiße Joko in Wirklichkeit singt. Und als er da vor der Kamera gesungen hat, habe ich ihn zum ersten Mal singen gehört. Und es war wahnsinnig schwer, einfach da ernst zu bleiben. Eine künstlerisch beschämende Nummer ist es. Ein unglaublicher Song. Ich glaube, die meisten Leute haben es aus Mitleid geklickt. Wenn ich dich jetzt frage, Joko, warum haben wir das gemacht mit dem Video von links, dann sagst du sowas wie, ja, wir haben uns probiert, künstlerisch da auch mal ein bisschen auszuleben. Und wäre aber falsch, müsste ich ja lügen. Ja und? Nee, nein, gibt's nicht mehr. Was? Wird nicht mehr gelogen. Für diese Scheiße im Internet haben wir Grammy-Preis gewonnen. Wer ist der Dumme hier? Überhaupt, frage ich mich. Die 10 schönsten Neo-Paradise-Momente Deutschlands. So sieht es aus. Meine Damen und Herren, es neigt sich dem Ende zu und wir möchten an dieser Stelle nochmal, tatsächlich mal ganz, ganz unironisch, ganz, ganz ohne Quatsch, die Gelegenheit ergreifen und sagen, an allererster Stelle mal vielen, vielen Dank an ZDF Neo für diese großartige Zeit, die wir hatten. Vielen, vielen Dank für alle Sendungen, die wir machen durften. Ich glaube, dann kann man sich auch noch mal ganz ehrlich bei all denen bedanken, die sich Woche für Woche hier nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera, sei es die Technik hier im Studio, sei es die ganze Redaktion, das ganze Team, wirklich auf gut Deutsch den Allerwertesten aufgerissen haben, dass sie das immer bedingungslos getan haben. Dafür von unserer Seite noch mal ein Riesendankeschön. Herzlichen Dank. Wir danken Servus Mungo, wir danken Olli Schulz, wir danken Violetta, wir danken Palina, selbstverständlich. Ich will auch noch einen schlauen Satz sagen. Ja, bitte. Ich möchte mich auch bei allen bedanken, hier im Publikum, dem Publikum und den Leuten da draußen, die zugucken. Wäre das Himmelszelt eine Muschel, ihr wärt die Perlen. Genau sieht es aus. Wir bedanken uns des Weiteren
bei allen 500 Fernsehzuschauern, die jede Woche eisern zugeschaut haben. Ja? Und wir bedanken uns auch bei den Tausenden, die hier bei uns im Studio jede Woche sich am Donnerstag versammelt haben. Und bei über 1 Million Facebook-Fans. Ja, ganz genau, das kann man auch mal machen. Tatsächlich, wir lieben es, euch zu unterhalten. Ja? Vielen, vielen Dank. So, Paulina. Violetta. Komplett durchleben dürfte. Macht's gut, das war Neo Paradise. Bye.
Die sollen dann Poster draufkleben. Aber die haben das nicht uns geschickt, sondern an die ZDF-Pressestelle nach Mainz. Und dann kam um 10 Uhr, also um 9 Uhr ist wahrscheinlich Postdienst da, ja? Und um 10 Uhr kam eine leicht angesäuerte E-Mail, wo es hieß, wir sollen wenigstens vorher Bescheid sagen, dann würden sie nicht frühstücken, bevor sie die Post aufmachen. Das war auch eine richtig gute Idee. Vielleicht kann man an der Stelle mal sagen, wir haben bis zum Ende einfach weiterhin Pimmel versteckt, ne? Ja, heute... Wo ist er? Unten an der Leiter. Wo an der Leiter? Zeig mal, halt mal hoch. Halt mal hoch. Nimm ihn mal in die Hand. Ah, jetzt hast du ihn gefunden, ne? Tatsache, das machst du immer noch, Thomas. Bis zum heutigen Tag. Wir haben nie damit aufgehört, liebes ZDF. Das wusste ich wirklich nicht, dass wir das immer noch machen. Nee, das Na, ich dachte, jetzt können wir es ja lüften. Das ist ja die letzte Sendung. Zeig mal. Joko, das ist ja deiner. Ah, stimmt. Wirklich? Also, es ist Jokos. Vor dem Leistenbruch aber. Ja. JW oben tätowiert drauf. Genau. Und Joachim Winterscheid, deswegen heißt es auch Joko, nicht Joachim, ne? Ja. So, Ja, einen hat er gekriegt hier. Wir haben aber trotzdem noch etwas aus dem sogenannten Giftschrank. Ja, du meinst gerade, es kann ja nicht mehr viel kommen, aber es gibt irgendwas, was normalerweise unter Outtakes irgendwie weggeschmissen wird oder gelöscht wird. Ich will mich noch mal revidieren. Die schönsten Momente für mich bei Neo Paradise waren immer die, wo ihr mich nicht geärgert habt. So, und jetzt denkt ihr, das ist der liebe nette Kerl, aber mitnichten, ne? Seht ihr, hier im Fernsehen kann man immer den lieben Onkel machen, ne? Aber so hinter der Kamera, wie man mit Leuten hinter der Kamera umgeht, ne? Das sagt eigentlich ein bisschen mehr aus über den Charakter. Und hier ist noch mal ein bisschen was von Olli Schulz. Du musst nicht lang bitten für Blut und für Titten hier bei Neo Paradise. Das ist der heiße Pornoscheiß. Mein Name ist Olli Schulz. Ich grüße euch, Oliver Marc Schulz, nochmal. Komm, das ist scheiße alles gerade. Ja, Olli, jetzt reiß mal zusammen. Hättest du ja ein bisschen besser vorbereiten können. Komm jetzt. Wenn ich mir die Fressen hier angucke, was ist denn das hier? Hä? Wenn ich mir den Frankie schon wieder angucke, kommt mir schon wieder die Galle hoch zum Beispiel. Euer Tobi auch so eine komische Kameranutte geworden. Hinter der Kamera stehen, ne? Abgackern. Abgackern über den Künstler, der sich alles gibt für euch, der die ganze Nacht geschrieben hat. Er muss gar nicht so nach unten gucken, da Jano. Ja, guck mich mal an, guck mich an. Mit deiner neuen Ryan Gosling-Frisur. Guck mal, ich halte meine Füße hier für euch. Soll ich noch den Schwanz gleich ins Aquarium halten oder was? Ja, ein bisschen mehr Dankbarkeit hätte ich gerne mal. Auch von dir, Martins. Nicht nur mal so rumgackern, rumschwuchteln hinter der Kamera, ne? Das ist hier immer noch nicht hier irgendwie, wir sind hier nicht in der Panoramabar, ne? Pillen fressen. Ich kann mich noch erinnern, als wir tatsächlich das erste Mal da waren, wir wollten halt den sinnlosesten Titel überhaupt finden und wir haben erstmal vorgeschlagen, wir nennen die Sendung Neo Florida. Und dann haben wir das so, saßen so 20 Leute irgendwie, so Chefs, ja. Und sagt, ja, wie soll denn die Sendung heißen? Und so hingestellt gesagt, Neo Florida. Und alle, also gar keiner hat reagiert. Und es war wie in diesem Social Network für mich. Ich hätte mir von diesem Gremium etwas mehr Respekt erwartet. Ja? Und dann war es nicht. Und das wenig noch am sinnlosesten und aber dann doch noch verständlichsten war der Neo Paradise. Aber es gab durchaus auch noch viele andere Namenvorschläge. Die haben wir natürlich alle aufgeschrieben. Die würde ich jetzt gerne einfach mal vorlesen. Ja? Soll ich das mal machen? Leg los. Schoko und Haas, die Show mit Joko und Klaas. Neo Promillo. Neo de Janeiro. Fand ich auch gut. Mit Ach und Krach durchs Studiodach. Leck mich im Arsch, Schmeo Schmeradise, Heim und Pferd, die Supershow 2000, Rammel der Hase und Reinstecke Fuchs. Neo fick die Henne, Neo aufs Maul, Neo my ass. Menage à deux. Krasse Gags um 5:05. Bimmel und Bommel, Strip, Strap, Strohle, unsere Körper ab 60. Bambule. Spannenlanger Hansel und nudeldicke Dirn.
Das ist mein Liebling, ne? Wetten, das 2. Und es gab noch, die letzte war die Sendung, die es schon mal auf einem anderen Sender gab, die aber ungewollt war, weshalb sie jetzt unter neuem Namen auf ZDF Neo läuft. Ja, das sind, ja. Naja. Olli, das ist eine Frage an dich hier. Ja. Olli, was hast du eigentlich von dem Pickup-Artist alles gelernt und was bringt dir das in deinem Privatleben? Du warst mit dem Pickup-Artist Devil unterwegs. Devil, der Pickup-Artist, der die Frauen betört durch seine unnachahmliche Art. Ich habe mir nichts beibringen lassen können. Der hat aber noch Anti-Videos gegen mich gemacht im Internet. Angeblich wurde mir zugetragen, der ist ja böse auf mich. Devil, ist alles nur Showbusiness, ne? Wir meinen das alles gar nicht so. Ich habe nichts von dir gelernt, das muss ich ganz ehrlich mal ganz kurz so sagen. Und das ist vielleicht auch besser so. Ich habe immer noch eine super Frauenanmache mit der Armbanduhr. Ich gucke immer auf eine Armbanduhr, wenn ich eine Frau kennenlerne. Das mache ich schon seit Jahren. So gehe ich in die Bar und gucke auf die Uhr, dann gucke ich die Frau an, dann gucke ich die Uhr an. Irgendwann fragt mich die Frau, warum guckst du immer auf die Uhr? Und dann sage ich, meine Uhr sagt mir alles über dich aus, was ich wissen will. Und dann sagt die Frau, ja, was sagt denn die Uhr über mich aus? Und dann sage ich, meine Uhr sagt mir, du trägst keine Unterwäsche. Und dann sagt sie, ist ja albern, natürlich trage ich Unterwäsche. Und dann sage ich, sorry, meine Uhr geht eine Stunde vor. Haben wir jetzt immer. Dann gibt's noch mal. Wer denkt sich denn immer, das will Steffen aus. Fair enough. Und das funktioniert? Steffen aus Gütersloh möchte wissen, wer denkt sich denn immer die lustigen Einblendungen bei den Gästen aus? Also Einblendungen, das nennt man im Fernsehen. Nein. Aber bei dem einen war es ja auch ganz schön gefährlich, ne? Wo man dann da. Da konnten wir die Füße, durften wir nicht auf die. Du weißt, was ich meine? Also töten, dass ich nicht mehr aufstehe. Okay, gut. Reicht das jetzt? Ist ja witzig, ne? Platz 6. Violettas neue Investigativrubrik. Ohne Hilfe von außen führt Violetta ein Interview, das es nur so zwirbelt. Hallo, liebe Zuschauer, ich freue mich sehr, da sind Sie alle gekommen zu sehen, mich auf meine Sendung. Violetta will's wissen, Money Boy. Violetta wird fein angezogen von uns und dann legt sie los. Und sie denkt sich die Fragen selber aus, die Moderation, wir machen im Prinzip nichts. Welche können am besten so schmusen oder sagen wir so lecken? Ach, der war so ein langweiliger Kerl. Also ich konnte sagen, auf Wienerisch Himmel, Arsch und Zwirn. Es war wirklich langweilig mit ihm und gefallen hat er mich überhaupt nicht. Die einzige Aufgabe der Redakteure bei diesem Format ist, immer den hilfesuchenden Blicken des Interviewpartners von Violetta auszuweichen und zum Boden zu schauen. Und dann darf man nicht machen. Man muss weggucken, man muss das aushalten. Zehn schönsten Neo-Paradise-Momente Deutschlands. Das waren die Plätze 10 bis 6, da freuen wir uns noch ein paar. Du weißt, dass er gar nicht so klein ist. Ich habe auch nicht gesagt, dass er klein ist, ich habe gesagt, er ist erbärmlich. Er sollte es besser wissen als du. Aber du hast auf dem Weg zum Heidepark, das weiß ich noch. Ich bin Amok gelaufen, ich wollte nicht, dass meine Eltern meinen Pimmel im Fernsehen sehen, das ist ja wohl ganz klar. Gucken deine Eltern die Sendung? Meine Eltern gucken die Sendung, aber nicht wegen wegen euch leider, das ist das Traurige. Auf welchen Teil sind sie denn stolz? Was sind die Sachen, auf die du vielleicht auch selber stolz bist, wenn du zurückblickst? Was war denn sowas, wo du wirklich sagst, das hat mal Spaß gemacht? Eigentlich hat mir das alles sehr viel Spaß gemacht. Ach so, weil klingt gar nicht so. Nein, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Schöne ist ja, dass viele denken ja immer, alles ist inszeniert, was wir so machen, oder vieles ist inszeniert. Aber wenn man so mit euch beiden saufen geht, dann ist es genauso eigentlich, wie wenn wir filmen. Das ist das Schöne. Ich kann mal ganz kurz noch was Internes erzählen. Der Unterschied zwischen Joko und Klaas beim Saufen ist folgendes. Klaas kann den ganzen Abend Whisky-Cola saufen und wird nicht richtig breit. Also du bist ein guter Trinker. Und bei Joko geht nach einem Gin-Tonic sofort
Und das sind doch die Sachen, die wir gezeigt haben. Ne? Ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch durchaus Sachen, die, wo man sich eigentlich nie getraut hat, dass man sie rausholt, weil man dachte, wenn man sie rausholt, gibt es bestimmt richtig Ärger. Ja, dann macht man vielleicht auch Leute unsympathisch. Ja, ich glaube, wir haben aber so inzwischen die Hosen runtergelassen, es kann eigentlich nichts mehr passieren. Also es ist ein Pimmel durchs Bild geflogen, wir haben uns gegenseitig angeschrien. Was kann denn eigentlich weißt noch? Manchmal führen Redakteure bei uns ein Eigenleben, ne? Und die machen dann Sachen mit der Sendung, die wir alle gar nicht mitkriegen, ne? Und irgendeiner unserer Redakteure, Thomas war es, glaube ich, hat immer mal gesagt, wir machen ein Gewinnspiel. So hat er sich selber ausgedacht. Und hat dann bei Facebook reingeschrieben, ich habe im Set einen Pimmel versteckt. Ja? Und wer den findet, dann ging es noch weiter. Dann hat er gesagt, wir haben gemerkt, dass das Schwachsinn ist, wenn wir sagen, wir haben im Set einen Pimmel versteckt und schickt uns Pimmelfotos von euch, weil wir haben gesagt, da können die ja irgendwelche Pimmelfotos schicken. Ja. Dann saßen wir abends noch zusammen in der Redaktion, es war schon ein bisschen später, ich meinte so, weißt du, was die Idee ist? Du warst mit dabei? Ja, habe ich nie erzählt. Habe ich gesagt, die müssen uns Pimmelfotos schicken mit ihrem Namensschild drauf. Die sollen dann Post-it draufkleben. Aber die haben das nicht uns geschickt, sondern an die ZDF-Pressestelle nach Mainz. Und dann kam um 10 Uhr, also um 9 Uhr ist wahrscheinlich Postdienst da, ja? Und um 10 Uhr kam eine leicht angesäuerte E-Mail, wo es hieß, wir sollen wenigstens vorher Bescheid sagen, dann würden sie nicht frühstücken, bevor sie die Post aufmachen. Das war auch eine richtig gute Idee. Vielleicht kann man an der Stelle mal sagen, wir haben bis zum Ende einfach weiterhin Pimmel versteckt, ne? Ja, heute... Wo ist er? Unten an der Leiter. Wo an der Leiter? Zeig mal, halt mal hoch. Halt mal hoch. Nimm ihn mal in die Hand. Ah, jetzt hast du ihn gefunden, ne? Oh, Tatsache, das machst du immer noch, Thomas. Bis zum heutigen Tag, ne? Wir haben nie damit aufgehört, liebes ZDF. Das wusste ich wirklich nicht, dass wir das immer noch machen. Nee, das, na, ich dachte, jetzt können wir es ja lüften. Das ist ja die letzte Sendung. Zeig mal. Joko, das ist ja deiner. Ah, stimmt. Wirklich? Also, es ist Jokos. Vorm Leistenbruch aber. Ja. JW oben tätowiert drauf. Genau. Und Joachim Winterscheid, deswegen heißt es auch Joko, nicht Joachim, ne? Ja. So. Ja, einen hat er gekriegt hier. Wir haben aber trotzdem noch etwas aus dem sogenannten Giftschrank. Ja, du meinst gerade, es kann eigentlich nicht mehr viel kommen, aber es gibt irgendwas, was normalerweise unter Outtakes irgendwie weggeschmissen wird oder gelöscht wird. Ich will mich noch mal revidieren. Die schönsten Momente für mich bei Neo Paradise waren immer die, wo ihr mich nicht geärgert habt. So, und jetzt denkt ihr, das ist der liebe nette Kerl, aber mitnichten, ne? Seht ihr, hier im Fernsehen kann man immer den lieben Onkel machen, ne? Aber so hinter der Kamera, wie man mit Leuten hinter der Kamera umgeht, ne? Das sagt eigentlich ein bisschen mehr aus über den Charakter. Und hier ist noch mal ein bisschen was von Olli Schulz. Elf Minuten in dem Wasser, kurz vor Exitus, ne? Ja. Komm, ist mir egal, alles gefunden. Ist mir wirklich so blöd. Hol mich raus. Ich erinnere mich daran, als ich gerade holt mich raus und mich hat keiner rausgeholt, weil die dachten, das ist witzig. Ja, war witzig halt so. Da hat man, ich glaube, nach dem Dreh haben wir ein Codewort eingeführt für ernsthafte Situationen. Ich habe kein Gefühl mehr im Körper. Kann mich mal einer rumdrehen? Oh, ich muss jetzt auch. Ich kann mich nicht drehen. Ey, bitte, hilf mir jetzt bitte auch raus. Ich habe kein Gefühl mehr, nix. Platz 3. Schulz-Kowski bei der Zettelpremiere. Hier wurde der ach so fein. Moment, einen Blick. Platz 3. Schulz-Kowski bei der Zettelpremiere. Hier wurde der ach so fein Promi-Riege der bittere Spiegel vorgehalten. Jetzt kommt Helmut, die alte Scheißhauspflege. Die Aufgabe, die mir gestellt wurde, war, mit ein paar Prominenten einen zu trinken. Keiner hatte mich darum gebeten, Ärger zu machen, beziehungsweise Leute anzupöbeln oder ähnliches. Mein Problem war, es war so arschkalt, dass ich schon 4 oder 5 Lütte vorher getrunken hatte. Und das ist richtig in den Kopf gegangen. Und dementsprechend war ich außer Kontrolle. Irgendwann müsst ihr mal den roten Teppich für mich bewachen. Und dann ist die große Party vorbei. Ja, jetzt lacht ihr noch, ne? Ist euch peinlich, ne? Weil euch die Menschlichkeit kaputt gegangen ist. Herr Thaddäus, die haben schon so rote Bäckchen. Komm, eintrinken wir. Im Vorfeld wurde natürlich so ein Dreh besprochen. Und es herrschte die große Angst, dass Olli vielleicht nicht besoffen genug sein könnte. Und deswegen hat er schon vor dem Dreh eine halbe Flasche Whisky getrunken. Und sagen wir mal, die Angst, dass Olli nicht besoffen genug sein könnte, verflog dann relativ schnell. Das war für mich der emotionalste Moment des Jahres. YOLO! Man muss dazu sagen, während diese halbe Flasche anfing zu wirken, hat er die andere Hälfte der Flasche ausgetrunken und auf einmal war dann Feuerzangenbowle in seinem Kopf.
Ja, die hätte jetzt Heinz Rühmer in den Zylinder hochgehen lassen. Ja. Die wollen mich rausschmeißen! Die fassen mich alle an hier! Jeder, der dabei war, hat gedacht, was für ein Vollidiot ist das denn? Wir sind rausgeschmissen worden. Eigentlich war es eine sehr peinliche Matz, wenn wir nicht diesen genialen Überbau gefunden hätten. Ich bin rumgelaufen wie ein angeschossenes Reh. Platz 2. Stehen, damit es weitergeht. Die politische Power- und Fun-Bewegung mit Veränderungsgarantie. Zum Nachmachen empfohlen. Scheiße hier, was soll denn das? Ja, ganz ruhig, das ist eine politische Bewegung. Also kann man heute nicht mehr nachvollziehen, aber das war ja halt, damals hat das den Nerv der gegenwärtigen Gesellschaft absolut getroffen. Ich mach Parken rein. Es gab dann irgendwann ganz viele Stehen, damit es weitergeht, YouTube-Videos. Hm. Also wirklich nicht. Sie müssen bestellen. Ja, aber so ist das, finde ich, bei politischen Bewegungen. Da muss man auch mit rechnen, dass Leute dann auf diesen Zug mit aufspringen und sagen so, ja, dafür stehe ich ebenfalls mit ein. Und auf Platz Nummer 1. Somebody That I Used To Know, gecovert von den Neo. Devil, ist alles nur Showbusiness, ne? Wir meinen das alles gar nicht so. Ich habe nichts von dir gelernt, das muss ich ganz ehrlich mal ganz kurz so sagen. Und das ist vielleicht auch besser so. Ich habe immer noch eine super Frauenanmache mit der Armbanduhr. Ich gucke immer auf eine Armbanduhr, wenn ich eine Frau kennenlerne. Das mache ich schon seit Jahren. So gehe ich in die Bar und gucke auf die Uhr, dann gucke ich die Frau an, dann gucke ich die Uhr an. Irgendwann fragt mich die Frau, warum guckst du mal auf die Uhr? Und dann sage ich, meine Uhr sagt mir alles über dich aus, was ich wissen will. Und dann sagt die Frau, ja, was sagt denn die Uhr über mich aus? Und dann sage ich, meine Uhr sagt mir, du trägst keine Unterwäsche. Und dann sagt sie, ist ja albern, natürlich trage ich Unterwäsche. Und dann sage ich, sorry, meine Uhr geht eine Stunde vor. Haben wir jetzt immer. Dann gibt's noch mal. Wer denkt sich denn immer, das will Steffen Sorry. aus. Ja, ja, fair enough. Und das funktioniert? Steffen aus Gütersloh möchte wissen, wer denkt sich denn immer die lustigen Einblendungen bei den Gästen aus? Also Einblendungen, das nennt man im Fernsehsprache Bauchbinden. Das da. Das ist zum Beispiel eine Bauchbinde. Hier steht immer irgendwas Lustiges, genau. Joko, Olli, Klaas. Und das ist ein interner Wettkampf innerhalb der Redaktion. Da setzen sich alle hin. Zu gewinnen gibt's einen Joghurt. Und. Ja, ist wirklich so. Das stimmt. Und wer die lustigste hat, da wird auch noch mal die Bauchbinde der Woche gekürt intern. Da haben wir auch noch welche, ne? Genau, da haben wir zum Beispiel, die sind alle gelaufen. Frank Elstner, Freunde nennen ihn Pimmelpirat. Ja, die lief tatsächlich, ne? Markus Kafka. Ohne V wäre sein Nachname viel lustiger. Und Albrecht A. Schuch, das A steht für Hodenkobold. Kann man machen, ne? Sagt nicht so viel aus über die Leute, aber so funktioniert das. So. Ist Oma Violetta wirklich so verrückt? Ja, kann man sagen. Wie heißt dieser, also jede Woche 100.000 Zuschauer fragen immer, wie heißt dieser eine Musiktitel, den ihr neulich bei Wenn ich Sie wäre in der letzten Szene bei Minute 3,4 verwendet habt. Wir haben jetzt quasi einen Service für euch, einen einmaligen Service. Eine Liste mit allen verwendeten Songtiteln von Neo Paradise. Bitteschön. Da. So. Hey, da war ein Song von mir dabei gerade. Ja, ja, einen haben wir da auch benutzt. Ja, ja. Genau. Ja. Cool. Also das hättet ihr jetzt auch mal. Valeska aus Bremen fragt, ich finde ja Neo Paradise eigentlich cool, aber das mit der Schildkröte, Sven, Gewalt ging echt gar nicht. Wieso tötet ihr Tiere in der Sendung? Weil es geil ist. Echte Frage. So. Echte Frage. Ja, denk mal nach, ne? Also, zur Erklärung. Sven Gewalt war sehr krank. Sven Gewalt hatte Schnupfen und daher war ihm alles egal und wollte noch mal alles zeigen und letztendlich war es sein eigener Größenwahn und von daher habe ich da auch kein Mitleid, ne, muss ich sagen. Er hatte Schnupfen. Er hatte kein gutes Gefühl von Anfang an. Ne? Das war Moment, einen Blick. Platz 3, Schulz-Kowski bei der Zettelpremiere. Hier wurde der ach so feinen Promi-Riege der bittere Spiegel vorgehalten. Jetzt kommt Helmut, die alte Scheißhauspflege. Die Aufgabe, die mir gestellt wurde, war, mit ein paar Prominenten einzutrinken. Keiner hatte mich darum gebeten, Ärger zu machen, beziehungsweise Leute anzupöbeln oder ähnliches. Mein Problem war, es war so arschkalt, dass ich schon 4 oder 5 Lütte vorher getrunken hatte. Und das ist richtig in den Kopf gegangen. Und dementsprechend war ich außer Kontrolle. Irgendwann müsst ihr mal den roten Teppich für mich bewachen.
Und dann ist die große Party vorbei. Ja, jetzt lacht ihr noch, ne? Ist euch peinlich, ne? Weil euch die Menschlichkeit kaputt gegangen ist. Herr Thaddäus, die haben schon so rote Bäckchen. Komm, eintrinken wir. Im Vorfeld wurde natürlich so ein Dreh besprochen. Und es herrschte die große Angst, dass Olli vielleicht nicht besoffen genug sein könnte. Und deswegen hat er schon vor dem Dreh eine halbe Flasche Whisky getrunken. Und sagen wir mal, die Angst, dass Olli nicht besoffen genug sein könnte, verflog dann relativ schnell. Das war für mich der emotionalste Moment des Jahres. YOLO! Man muss dazu sagen, während diese halbe Flasche anfing zu wirken, hat er die andere Hälfte der Flasche ausgetrunken und auf einmal war dann Feuerzangenbowle in seinem Kopf. Ja, die hätte jetzt Heinz Rühmann den Zylinder hochgehen lassen. Ja. Die wollen mich rausschmeißen! Die fassen mich alle an hier! Jeder, der dabei war, hat gedacht, was für ein Vollidiot ist das denn? Wir sind rausgeschmissen worden. Eigentlich war es eine sehr peinliche Matz, wenn wir nicht diesen genialen Überbau gefunden hätten. Ich bin rumgelaufen wie ein angeschossenes Reh. Platz 2. Stehen, damit es weitergeht. Die politische Power- und Fun-Bewegung mit Veränderungsgarantie. Zum Nachmachen empfohlen. Scheiße hier, was soll denn das? Ja, ganz ruhig, das ist eine politische Bewegung. Das kann man heute nicht mehr nachvollziehen, aber das war ja halt, damals hat es den Nerv der gegenwärtigen Gesellschaft absolut getroffen. Ich mach Parken rein. Es gab dann irgendwann ganz viele Stehen, damit es weitergeht, YouTube-Videos. Hm. Also wirklich nicht. Sie müssen bestellen. Ja, aber so ist das, finde ich, bei politischen Bewegungen. Da muss man auch mit rechnen, dass Leute dann auf diesen Zug mit aufspringen und sagen so, ja, dafür stehe ich ebenfalls mit ein. Und auf Platz Nummer 1. Somebody That I Used To Know. Gecovert von den Neo Paradise Allstars. Now and then I think of when we were together. Was war der Hintergrund? Warum haben wir das gemacht? Fragezeichen. War sehr erfolgreich, diese Covergeschichte Netz, und wir haben gesagt, machen wir das auch. Was denn? Ist das deine neue Taktik für 2013? Nein! Oder? Was mach ich denn? Was willst du denn von mir? Red irgendeine Scheiße und sei nicht die ganze Zeit ehrlich. Ja, diese Song. Alter, du hast ja eine ganz schöne Pfeffermühle in der Hose. Pfeffermühle? Das ist ganz laut. Oh, Alter, du hast ja eine voll geile Pfeffermühle in der Hose. Ich krieg nicht genug von dir. Ich weiß. Oh, ja. Mein Penis ist in dieser Zeit in meinen Bauch hineingewachsen, weil ich völlig unentspannt war. Platz 4. Bis einer heult. Anbaden. Lustiger Badespaß bei Minusgraden. Wir machen es kurz und schmerzhaft. Wir gehen ins Wasser. Wer es länger aushält und länger drin bleibt, hat gewonnen. Wir haben vorhin mit dem Arzt gesprochen. Der hat da gesagt, also, falls Sie da ins Wasser gehen, maximal eine Minute. Aber wie das dann so ist, ne, dann will man auch gewinnen und will das dann länger können. Wir waren 11 Minuten in dem Wasser. Kurz vor Exitus, ne? Ja. Komm, ist mir egal. Alles gefunden. Ist mir wirklich so blöd. Hol mich raus. Ich erinnere mich daran, als ich gerade holt mich raus und mich hat keiner rausgeholt, weil die dachten, das ist witzig. Ja, war witzig halt so. Da hat man, ich glaube, nach dem Dreh haben wir ein Codewort eingeführt für ernsthafte Situationen. Ich habe kein Gefühl mehr im Körper. Kann mich mal einer rumdrehen? Oh, ich muss jetzt auch. Ich kann mich nicht drehen. Ey, bitte, hilf mir jetzt bitte auch raus. Ich habe kein Gefühl mehr, nix. Platz 3. Schulz-Kowski bei der Zettelpremiere. Hier wurde der ach so fein. Moment, einen Blick. Platz 3. Schulz-Kowski bei der Zettelpremiere. Hier wurde der ach so fein Promi-Riegel der bittere Spiegel vorgehalten. Jetzt kommt Helmut, die alte Scheißhausfliege. Die Aufgabe, die mir gestellt wurde, war, mit ein paar Prominenten einzutrinken. Keiner hatte mich darum gebeten, Ärger zu machen, beziehungsweise Leute anzupöbeln oder ähnliches. Mein Problem war, es war so arschkalt, dass ich schon 4 oder 5 Lütte vorher getrunken hatte. Und das ist richtig in den Kopf gegangen. Und dementsprechend war ich außer Kontrolle. Irgendwann müsst ihr mal den roten Teppich für mich bewachen. Und dann ist die große Party vorbei. Ja, jetzt lacht ihr noch, ne? Ist euch peinlich, ne? Weil euch die Menschlichkeit kaputt gegangen ist. Herr Thaddäus, die haben schon so rote Bäckchen. Komm, eintrinken wir. Im Vorfeld wurde natürlich so ein Dreh besprochen. Und es herrschte die große Angst, dass Olli vielleicht nicht besoffen genug sein könnte. Und deswegen hat er schon vor dem Dreh eine halbe Flasche Whisky getrunken. Und sagen wir mal, die Angst, dass Olli nicht besoffen genug sein könnte, verflog dann relativ schnell. Das war für mich der emotionalste Moment.
des Jahres. YOLO! Man muss dazu sagen, während diese halbe Flasche anfing zu wirken, hat er die andere Hälfte der Flasche ausgetrunken und auf einmal war dann Feuerzangenbowle in seinem Kopf. Ja, die hätte jetzt Heinz Rühmann in den Zylinder hochgehen lassen. Ja. Die wollen mich rausschmeißen! Die fassen mich alle an hier! Jeder, der dabei war, hat gedacht, was für ein Vollidiot ist das denn? Wir sind rausgeschmissen worden. Eigentlich war es eine sehr peinliche Matz, wenn wir nicht diesen genialen Überbau gefunden hätten. Und dann legt sie los und sie denkt sich die Fragen selber aus, die Moderation, wir machen im Prinzip nichts. Welche können am besten so schmusen oder sagen wir so lecken? Ach, der war so ein langweiliger Kerl. Also ich konnte sagen, auf Wienerisch Himmel, Arsch und Zwirn. Es war wirklich langweilig mit ihm und gefallen hat er mich überhaupt nicht. Die einzige Aufgabe der Redakteure bei diesem Format ist, immer den hilfesuchenden Blicken des Interviewpartners von Violetta auszuweichen und zum Boden zu schauen. Und dann darf man nicht machen. Man muss weggucken, man muss das aushalten. Die 10 schönsten Neo-Paradise-Momente Deutschlands. Das waren die Plätze 10 bis 6, da wollen wir natürlich noch ein paar. Du weißt, dass er gar nicht so klein ist. Ich habe auch nicht gesagt, dass er klein ist. Ich habe gesagt, er ist erbärmlich. Er sollte es besser wissen als du. Aber du hast auf dem Weg zum Heidepark, das weiß ich noch. Ich bin Amok gelaufen. Ich wollte nicht, dass meine Eltern meinen Pimmel im Fernsehen sehen. Das ist ja wohl ganz klar. Gucken deine Eltern die Sendung? Meine Eltern gucken die Sendung, aber nicht wegen mir, sondern wegen euch leider. Das ist das Traurige. Auf welchen Teil sind sie denn stolz? Was sind die Sachen, auf die du vielleicht auch selber stolz bist, wenn du jetzt zurückblickst? Was war denn sowas, wo du wirklich sagst, das hat mal Spaß gemacht? Eigentlich hat mir das alles sehr viel Spaß gemacht. Ach so, weil klingt gar nicht so. Nein, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Schöne ist ja, dass viele denken ja immer, alles ist inszeniert, was wir so machen, oder vieles ist inszeniert. Aber wenn man so mit euch beiden saufen geht, dann ist es genauso eigentlich, wie wenn wir filmen. Das ist das Schöne. Ich kann mal ganz kurz noch was Internes erzählen. Der Unterschied zwischen Joko und Klaas beim Saufen ist folgendes. Klaas kann den ganzen Abend Whisky-Cola saufen und wird nicht richtig breit. Also du bist ein guter Trinker. Und bei Joko geht nach einem Gin Tonic sofort die Lampen an. So Party! Weil er Familiendad ist und du noch so ein bisschen saufen kannst. Ja, noch nicht Familiendad ist. Das kommt bei ihm noch. Ja, aber... Hast du einen Magic Moment? Magic Moment, ja, ich habe einen Magic Moment. Aber der war halt schon relativ am Anfang dieser... Also im Prinzip in der ersten... Also als du beim Eishockey... Das war wirklich, schöner wurde es nicht, ne? Also da. Ich fand das auch sehr gut. Anderthalb Jahre rumsenden, ne? Aber das war allein dieser. Das ist jetzt ernsthaft dein Magic Moment. Also es war natürlich nicht der Moment des Aufpralls, sondern alles, 4 Tage Krankenhaus. Weißt du, so diese ganze. Ja, gut, wenn das für dich schön war, ne? Nee, das war tatsächlich ganz gut. Aber ich muss sagen, ich hatte wenig schnelles Gewissen. Du musst auch mal sagen, ich habe dir Hörbücher gebracht. Ja, das war wirklich auch komisch. Die Tür geht ins Klopf, es kommt jemand rein und es bist du, der sagt mir so: Du, ich habe dir ein paar Filme hier mitgebracht, ne? Guck mal, und hier die Schokolade. Und ja, die Eisprinzen. Hast du eine Vase für die Blumen? Ja. David Guetta trifft. Letztendlich war die Idee schon künstlerisch vom Anspruch her. Also Kunst dahin zu bringen, wo sie normalerweise nicht stattfindet. Ihr seht das Tier auf allen Vieren. Das Tier. Ich hab traurig gemacht, doch. Aber sehr traurig. Aller ewigen gegenseitigen Strafe. Für alle diejenigen, die im Stande der Tod. Nicht schön. Das, was ich mitgekriegt habe, auf jeden Fall scheiße. Wenn ich mir das so angucke, ich weiß auch nicht mehr, was das eigentlich sollte. Platz 7. Wenn ich Sie wäre. Die ultimative Schabernack- und Ulk-Rubrik der wahnwitzigen Kultshow Neo Paradise. Sag mal, ist das nicht dieses Spiel, wenn ich Sie wäre? Stimmt. Ach, das ist lustig. Die lustige Klamauk-Rubrik aus Neo Paradise. Spätestens jetzt, dass ich verraten, ne? Wenn du sie so gut hättest. Hoppla, hippla, ha! Dann würde ich jetzt sagen, Private Dance. Da war dann so ein Mensch da mit dabei von der U-Bahn, ne, der abgestellt wurde, der kontrollieren sollte, dass wir halt da nichts machen, was die BVG nicht will. Und der hat peinlich genau darauf geachtet, dass wir keine Straßenschuhe auf die Sitze kommen lassen. Ja? So irgendwie quasi die Hoden von Joko Winterscheid einem Fahrgast auf 5 cm Abstand ins Gesicht zu drücken, das ist okay, solange man nur mit den Straßenschuhen nicht auf die heiligen Polster kommt.
eigentlich hat man ja bei dem Spiel immer die Absicht, den anderen noch ein bisschen umzubringen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich... Du nicht? Nee, habe ich auch nicht. Willst du mich umbringen? Nein, nein, nein. Aber bei dem einen war es ja auch ganz schön gefährlich, ne? Wo man dann da, da konnten wir die Füße, durften wir nicht auf die... Du weißt, was ich meine? Also töten, dass ich nicht mehr aufstehe. Okay, gut. Reicht das jetzt? Ist ja witzig, ne? Platz 6. Violettas neue Investigativrubrik. Ohne Hilfe von außen führt Violetta ein Interview, das es nur so zwirbelt. Hallo, liebe Zuschauer. Ich freue mich sehr, da sind Sie alle gekommen zu sehen, mich auf meine Sendung. Violetta will's wissen, Money Boy. Violetta wird fein angezogen von uns. Und dann legt sie los und sie denkt sich die Fragen selber aus, die Moderation, wir machen im Prinzip nichts. Welche können am besten so schmusen oder sagen wir so lecken? Ach, der war so ein langweiliger Kerl. Also ich konnte sagen, auf Wienerisch, Himmel, Arsch und Zwirn. Früher hat gesagt, was? Das ist, du, Weihnachten fällt aus für dich. Aber wirklich, das ist wirklich so, normalerweise muss man eigentlich nur mal einen Fuß aus 5 Meter filmen und schon kriegst du Post von irgendwelchen Fußfetischisten. Da niemand. Genau. Ja? Keiner. Wegen nackte Füße in einem Aquarium, keiner ruft an. Ja? Nicht mal irgendwelche Bekloppten. Aber es gibt viele gute Momente, ja, die wir hatten. Nimm mir nur einen. Nein, 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 nicht wir, sondern ach so, wir. Ach so, ja. Okay. Was ist denn los mit dir? Nix. Willst du wieder gehen? Nein, ich bin gerne, ich freue mich voll. Ich bin ein bisschen emotional aufgeladen, letzte Sendung und so. Ja. Na, wir auch. Wir können ja einfach nochmal zurückschauen. Wir haben uns die Mühe gemacht und all das, was so Magic Moments sind, mal zusammengefasst in einen Top 10, ja, the Top 10 Magic Moments of Neo Paradise. Und fassen hier einfach mal zusammen die Plätze 10, was? Nee, habe ich was falsch? Das heißt, die 10 schönsten Neo Paradise Momente Deutschlands. Ah, stimmt, richtig. Die 10 schönsten Neo-Paradise-Momente Deutschlands. Platz 10. Die Buddy-Tage. Quality Time mit und von Freunden. Ja, also man schnappt sich halt seinen besten Kumpel und macht was Schönes draußen. Und das ist Buddy-Tag. Und da kann man machen, was man will, ne? Ich meine, aus Ermangelung an besten Kumpels wie wir, weil man viel arbeitet, halt keiner hat, dann machen wir das halt mit den Kollegen. Geht das auch? Jetzt lachen! Super! Olli, du bist so ein Penner, ey. Olli! Ich muss mir ja auf die Fahne schreiben, dass ich den Buddy-Tag erfunden habe, ne? Weil wir hatten einen Einspieler, den wir machen wollten. Und das einzige Ziel war, wir wollten ins Tropical Island fahren. Das ist diese riesige alte Zeppelin-Halle, wo jetzt so ein Schwimmbad für Asoziale gebaut wurde. Und dort bin ich mit Joko hingefahren. Und irgendwann habe ich gesagt, komm, wir machen Buddy-Tag. Und dieser Begriff hat sich dann wirklich eingeprägt bei der Redaktion, bei uns. Und wir haben regelmäßig Buddy-Tags gemacht. Und mit anderen Worten, ich bin der Geilste. Kannst du dich nicht an dieses wohlige, schöne Gefühl erinnern, wenn du mal bei einem Freund schlafen durftest? Nee, ich durfte dieser Mich hat es aber irritiert, als wir dann bei Olli endlich angekommen sind und da übernachtet haben mit Abendessen und allem drum und dran, als er da ins Zimmer geflitzt kam und dann einmal ganz kurz seine kleine Bohne präsentiert hat. Da muss man an der Stelle vielleicht einfach mal festhalten, das war ein ganz schön erbärmlicher Penis. So. Ach, Olli Schulz, das ist richtig eine dumme Sau. War manchmal schweißgebadet. Den hat er hier im Büro schon mal gezeigt. Da habe ich den, ich habe den das in Erinnerung. Das ist eine viel bessere Geschichte. Ich hier mein Mami Nacki für dich. Ja, hier, guck einmal. Ja. Ja, so die ganze Zeit. Ich habe alles gesehen. Das wird nicht gezeigt. Ich bin ja der Meinung, dass ich einen wahnsinnig schönen Penis habe. Und deswegen kann man den auch rüber zeigen. Den hat man jetzt nie so richtig gesehen. Da bin ich aber auch eigentlich ganz froh drüber. Er ist richtig sauer geworden. Ja, der war nicht gut. Das war auch privat schlecht.